Es ist für mich wirklich, wirklich erstaunlich und großartig, die Entwicklung dieser jungen Männer hier zu beobachten und dieses positive, ja, Menschsein. Ja, das ist sehr schön. Ich fühle mich immer wohl. Und die Begegnungen, die ich hier immer wieder leben darf, sage ich, denn es sind so viele positive, auch Rückmeldungen oder Menschen, die, mit denen ich ins Gespräch komme oder die mich ansprechen. Das sind durchwegs schöne und positive Erfahrungen und Bereicherung für mich in meinem Leben. Ja, es ist vor allem die Studenten, die hier wohnen, die im Leopoldinum wohnen, ich weiß, es sind so ein bisschen über 40 so ungefähr, denen begegne ich natürlich laufend, weil ich ja nach wie vor die Katharinenkapelle betreue, auch nach wie vor im Leopoldinum in der Gartenanlage tätig bin, weil ich alle Tröge, alles bepflanze und auch weiter betreue, also abgesehen jetzt vom Hochschulcampus. Und durch das ist mit den Studenten laufend Kontakt, beziehungsweise helfen sie mir auch. Also ich könnte es ohne der Studentenhilfe gar nicht schaffen, weil es sind doch bestimmte schwere Arbeiten, die bei mir nicht mehr ganz so gut gehen und da wird mir geholfen. Also insgesamt ist es für mich alles so eine große, liebevolle Familie, in der ich mich wohlfühle. Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich habe hier mit großem Erstaunen vieles beobachten können. Also zum Ersten empfinde ich es so, dass hier schon Menschen sind, denen ich begegne, die eine Werteinstellung zum Leben, zum Menschen, zur Religion haben. Das ist schon einmal sehr was Schönes und Angenehmes. Und ich persönlich muss sagen, über die Jahre, wo die Studenten beginnen mit dem Studium, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, kann ich auch mit ihnen die Entwicklung, die persönliche Entwicklung, die diese jungen Männer durchmachen, beobachten. Und das ist so erfreulich, das ist so schön. Und ich denke mir manchmal, vielleicht sollte ich auch jetzt mehr zu den Andachten gehen oder mehr kontemplativ beten. Vielleicht kann ich auch diese Ausstrahlung oder diese Sicherheit oder diese Ruhe erreichen. Nein, natürlich kann ich es nicht immer. Aber es ist für mich wirklich, wirklich erstaunlich und großartig, die Entwicklung dieser jungen Männer hier zu beobachten und dieses positive, ja, Menschsein, dieses positive, der Glaube, der starke Glaube.